Fußball Österreich Prognose für den letzten Spieltag vom 29. bis 31.05.2009. Autor D. Selzer McKenzie, österreichische Meister, steht mit Salzburg bereits fest. Endresultat Endstand Österreich 1. Bundesliga Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar erstens die Prognose für den Endstand des kommenden Matches, zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Altach 2:1 und für Graz 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Paarung heißen würde, Altach gegen Graz wäre zu tippen, Altach mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Graz gegen Altach lauten, dann müsste der Tipp für Graz lauten 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Losen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team, Altach 2:2 oder Tipp 0 Graz 2:0 oder Tipp 1 Kapfenberg 1:2 oder Tipp 2 Kärnten 0:2 oder Tipp 2 Linz 1:1 oder Tipp 0 Mattersburg 2:2 oder Tipp 0 Ried 3:0 oder Tipp 1 Salzburg 2:2 oder Tipp 0 Wien Austria 1:1 oder Tipp 0 Wien Rapid 2:2 oder Tipp 0. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultantprognosen berücksichtigt der 21.05.2009, und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat Endstand zuletzt am 21.05.2009 gespielt haben: Altach 5:1, Graz 2:0, Kapfenberg 1:5, Kärnten 1:2, Linz 4:0, Mattersburg 3:2, Ried 2:1, Salzburg 0:2, Wien Austria 0:4, Wien Rapid 2:3. Halbzeit/Halbzeitstand Österreich 1. Bundesliga Halbzeit/Halbzeitstand. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Halbzeit/Halbzeitstand. Altach 2:2 oder Tipp 0 Graz 2:0 oder Tipp 1 Kapfenberg 1:2 oder Tipp 2 Kärnten 0:2 oder Tipp 2 Linz 1:1 oder Tipp 0 Mattersburg 2:2 oder Tipp 0 Ried 3:0 oder Tipp 1 Salzburg 2:2 oder Tipp 0 Wien Austria 1:1 oder Tipp 0 Wien Rapid 2:2 oder Tipp 0. Als letzter Spieltag von Halbzeit/Halbzeitstand-Prognosen berücksichtigt der 21.05.2009, und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit/Halbzeitstand zuletzt am 21.05.2009 gespielt haben: Altach 3:1, Graz 1:0, Kapfenberg 1:3, Kärnten 1:0, Linz 2:0, Mattersburg 1:0, Ried 0:1, Salzburg 0:1, Wien Austria 0:2, Wien Rapid 0:1. Endresultat Endstand Österreich, 2. Bundesliga Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches, zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Admira 2:1 und für Gradcom 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Admira gegen Gradcom wäre zu tippen, Admira mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Gradcom gegen Admira lauten, dann müsste der Tipp für Gradcom lauten 1:0 oder 1:2.
Die nachfolgenden jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team: Admira 2:1 oder Tipp 1 Gradcom 1:2 oder Tipp 2 Grödig 2:2 oder Tipp 0 Innsbruck Wacker 3:1 oder Tipp 1 Leoben 0:1 oder Tipp 2 Lustenau FC 1:0 oder Tipp 1 Lustenau Austria 3:1 oder Tipp 1 Salzburg RB 1:2 oder Tipp 2 St. Pölten 2:2 oder Tipp 0 Vöcklabruck 1:2 oder Tipp 2 Wien Amateure 2:1 oder Tipp 1 Wien Neustadt 2:1 oder Tipp 1 Als letzter Spieltag wurde bei Tatenstandprognosen berücksichtigt der 19.2005.09 und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultatenstand zuletzt am 19.2005.09 gespielt haben: Admira 1:2 Gradcom 1:0 Brödig 0:1 Innsbruck Wacker 2:1 Leoben 0:2 Lustenau FC 0:0 Lustenau Austria 2:0 Salzburg RB 0:0 Stetten 1:4 Vöcklabruck 0:1 Wien Amateure 1:0 Wien Neustadt 4:1 Halbzeit-Halbzeitstand Österreich, 2. Bundesliga Halbzeit-Halbzeitstand. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team: Halbzeit-Halbzeitstand Admira 2:1 oder Tipp 1 Gradcom 1:2 oder Tipp 2 Brödig 1:1 oder Tipp 0 Innsbruck Wacker 2:1 oder Tipp 1 Leoben 0:1 oder Tipp 2 Lustenau FC 1:0 oder Tipp 1 Lustenau Austria 3:1 oder Tipp 1 Salzburg RB 1:2 oder Tipp 2 St. Pölten 1:2 oder Tipp 2 Vöcklabruck 1:2 oder Tipp 2 Wien Amateure 1:1 oder Tipp 0 Wien Neustadt 2:1 oder Tipp 1 Als letzter Schick wurde bei diesen Halbzeit-Halbzeitstandprognosen berücksichtigt der 19.2005.09 und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Halbzeit-Halbzeitstand zuletzt am 19.2005.09 gespielt haben: Admira 1:0 Gradcom 1:0 Brödig 0:1 Innsbruck Wacker 0:1 Leoben 0:0 Lustenau FC 0:0 Lustenau Austria 0:0 Salzburg RB 0:0 St. Pölten 0:3 Vöcklabruck 0:1 Wien Amateure 1:0 Wien Neustadt 3:0